Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Blippi! Hallo! Hey, ich bin's, Blippi. Und heute sind wir im Kindermitmachmuseum in Olympia, Washington. Das wird großen Spaß machen, denn ich lerne so gerne mit euch. Ah, es geht los! Ah, hey, das ist die Handwerkerecke. Hier kann man Dinge bauen. Oh, wie dämlich. So oder so, man baut Sachen mit Bauteilen aus Holz zusammen. Denn damit, seht, baut man schöne Sachen in der Handwerkerecke. Ja, wir haben das Haus fast fertig. Seht ihr? Das hier ist das Dach. Das ist der Rahmen des Hauses und die Wände und alles andere. Es fehlen noch die restlichen Dachteile und etwas Kies. Das brauchen wir. Kieselsteine. Die kommen rein in das Haus. Ja, der Boden kriegt einen Belag aus Kies. Wir werden keine Teppiche nehmen. Oder Fliesen. Nein, nichts in der Art. Wir werden Kies nehmen. Also, wir nehmen die Schaufel. Ja, und aber zuerst fahren wir mit dem Kipper. Oh. Whee. Okay, ich denke, wir sind nah genug an der Baustelle, damit wir den ganzen Kies auf unserem Kipper abladen können. Bereit? Okay, wir nehmen die Schaufel, legen sie in die Schubkarre und dann schieben wir hoch. Ja, wir sind oben. Oh, geschafft. Jetzt nehmen wir uns ein paar von den großen Steinen. Das sind prima Steine. Das wird ein echt richtig guter Boden für unser Haus. Okay, noch eine Schippe. Das war's. Okay, aber nun müssen wir damit rüber zum Haus. Okay. Schubkarren sind Spitzenklasse. Durch sie wird das Transportieren echt einfacher. Aber wie kriegen wir sie rein? Moment mal, ich habe eine Idee. Vielleicht nehmen wir eins dieser Bretter, die eigentlich auf das Dach sollten. Aber für das Erste lehnen wir es hier an. Und jetzt schieben wir unsere Schubkarre nach oben. Ja. Und wir kippen sie rein. Bereit? Das wäre erledigt. Okay. Seht ihr den Boden? Es ist ein schöner Steinboden geworden. Perfekt. Okay, aber nun machen wir das Dach obendrauf. Ja, genau so. Oh, echt harte Arbeit hier. Das war's schon. So wird's ein großartiges Haus. Müde. Hey, bevor wir in den nächsten Raum gehen, sollten wir noch die Werkzeuge hier ansehen. Wie das hier. Es gibt viele Werkzeuge hier. Wisst ihr denn, was das hier ist? Es ist ein Presslufthammer. Seht, wie er funktioniert. Wow, er geht sehr schnell hoch und runter und bricht den Boden auf. Wow, habt ihr die gesehen? Sieht aus wie ein Maßband, damit wir abmessen können. Scheint, als hätten wir hier drüben auch einen Akkuschrauber. Denn mit der Hand geht es echt nur sehr langsam. Der hier macht wii, wii, wii. Das ist ein großer Hammer. Er ist wie ein kleiner Hammer, aber mit einem großen, gleichseitigen Kopf. Seht euch das an. Das ist ein Druckluftnagler. Mit diesem Nagler sichern wir das Dach. Ja, mit Nägeln. Hey!
Ich habe gerade wie ein Bär Winterschlaf gemacht. Bären lieben ihren Winterschlaf in der Winterzeit. Sie halten sich schön warm unterm Schnee. Oh, apropos kalt. Seht ihr das da? Das ist eine Eisfläche. Yeah, wenn Wasser gefriert, wird es zu Eis. Ich denke, ihr und ich sollten jetzt Eis laufen. Aber erst suchen wir uns ein paar Socken aus. Mal sehen, welche Socken? Oh, die sind hübsch. Oh, ich glaube nicht, dass die passen werden. Wir legen sie zurück. Wie wäre es mit... Die sind ziemlich cool. Die sind's. Okay, ich ziehe die Schuhe aus. Ja, ich habe zwar schon Socken an, aber das macht nichts. Die sind richtig cool. Ich ziehe sie einfach über meine Socken drüber. Oh, seid ihr bereit? Ja? Haha! 3, 2, 1! Wow! Wow! Es ist so rutschig! Wow! Eis ist so rutschig! Wow! Wisst ihr noch vorhin, als ich sagte, das wäre Eis? Tatsächlich ist es Übungseis für die Sportart Sockenskaten! Wow! Ich habe eine Idee. Ja, vielleicht sollte ich einen Tanz für euch machen. Eine Figur aus dem Eiskunstlauf. Startbereit? Und jetzt Musik. Lasst uns runtergehen. Wartet mal. Das Coole an diesem Kindermuseum ist, ihr könnt runtergehen, über die Stufen oder auch runterrutschen. Yeah, ich nehme lieber die blaue Rutsche. Fertig, wir sehen uns unten. Wow, was eine flotte Art runterzugehen. Yeah. Wow, ich bin am Hafen von Olympia. Wow, und seht's euch doch an. Das ist ein gigantischer Kran. Wow, hey. Und seht mal, Baumstämme gibt es auch. Yeah, zwei Stämme, die später zu Kleinholz werden. Okay, wir hängen sie an den Haken. Oh, ein Stamm und zwei Stämme. Drei. Oh, zwei. Jetzt drei Stämme. Okay, nun werde ich sie hochziehen. Yeah! Woohoo! So wird's gemacht. Okay, wir laden sie vom Schiff. Wir bringen es den ganzen Weg zurück, ja? Wow, spitzenmäßig. Ja, gut gemacht. Okay, weiter geht's. Ich fliege. Blippi kann fliegen. Yeah. Woohoo. Oh, Delfine. Hey, kennt ihr das hier schon? Wow, das ist so cool. Wow, die Gummientchen kann man hier hinsetzen und das Wasser treibt sie abwärts. Und dann geht es ab. Woohoo! Whee! Seht doch! Wow! Hey! Wow! Oh, wow! Ich wette, blau gewinnt. Grün hängt fest. Bis später, grün. Yeah, blau! Woohoo! Wow! Wow, seht euch das an. Wenn Wasser so aussieht, wenn es richtig glatt ist, nennt man das eine laminare Strömung. Oh, wow. Aber seht doch mal, da ist tatsächlich Rauch innen drin. Wow. Oh nein, ich bin ganz nass. Wow. Seht doch mal diese Rohre hier drüben. Aus den beiden Rohren kommt Rauch. Stecken wir das mal drauf.
Wow, durch das Aufstecken dieser Rohre kann man regeln, wo der Rauch hingehen soll. Wow, das ist so cool. Hoho, ist das krass. Wow, was ist das? Sieht aus wie ein Wassertornado. Sein Name ist der Vulkan. Oh, so cool. Hey, da sind Bälle. Wow, wir haben einen Ball, zwei Bälle. Wo versteckst du dich? Drei Bälle? Oh, vier Bälle. Okay, doch nur drei. Lasst uns noch einen mehr nehmen. Vier Bälle. Gut, lasst uns rübergehen. Wow, in dieses Loch hier stecken wir die Bälle rein. Ein gelber Ball. Ein pinkfarbener. Ein roter Ball. Ein lila Ball. Wow, wo sind sie denn hin? Keine Ahnung. Hey, aufgepasst. 3, 2, 1. Wow, yeah, wow, was ist das? Oh, wartet mal kurz, das waren 5 Bälle. Was? Oh, yeah. Hey. Wow, seht mal das. Ich fahre dieses Polizeiauto und wir haben ein Lenkrad. Wow. Und wir haben die Sirene. Und natürlich auch ein Blaulicht. Wow, es ist so laut hier. Oh, wow. Okay. Oh, wow. Oh, ich liebe diese Polizeiautos. Oh, und ich liebe auch diese Feuerwehrautos. Wow. Feuerwehrautos sind toll, denn sie fahren zu Häusern und Gebäuden und Plätzen, wo es brennt und machen das Feuer aus. Wow. Hey, ja, dort können wir in den Innenraum des Fahrzeugs. Wow. Hört ihr die Sirene? Wow. Wow, ich habe die Lichter angemacht. Wow. Ich liebe Feuerwehrautos und meistens sind sie rot. Hey, apropos rot. Seht, das ist ein Krankenwagen. Wow. Der Aufbau ist ein breiter Würfel. Hey, hier, seht's euch an. Kommt schon. Wow, hey, fahren wir eine Runde. Krankenwagen sind toll, weil sie immer kommen, wenn irgendwer Hilfe benötigt. Ja, wegen gesundheitlicher Probleme. Wow, wow. Oh, hey. Und ich denke, im vorderen Bereich gibt es ein Blaulicht und auch eine Sirene. Wow. Einmal drumherum und schon fahre ich den Krankenwagen. Wie lautet Ihre Position? Oh, meine Position lautet Kindermitmachmuseum. Wow. Hier ist das Blaulicht. Es geht los. Wow. Lasst uns ein paar Menschen helfen. Wow. Okay. Und es gibt noch was weiteres Spannendes. Wow, da oben. Könnt ihr es sehen? Da, seht doch, da oben. Na los, wir gehen hin. Ja, das ist kein Flugzeug, aber so ähnlich wie ein Flugzeug, denn es fliegt auch in der Luft. Aber es hat Rotoren, keine Düsen oder Propeller. Ja, gut, manche haben Düsen, aber was soll's? Das hier ist ein Helikopter. Wow, lasst uns den Helikopter fliegen. Wow. Wow. Okay, gut. Und los. Heben wir ab. Auch Helikopter können Leben retten. Ja, es gibt Rettungshubschrauber und einige davon können auch Feuer löschen. Es ist so viel möglich mit einem Helikopter. Wow! Wee, 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 bug. Wow! Wee. Wow! Das war so ein Riesenspaß, während des Spielens etwas zu lernen. Hier im Kindermitmachmuseum in Olympia, Washington. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt.
Yeah! Buchstabiert er meinen Namen mit mir? B-L-I? P-P-I? Blippi! Gut gemacht! Okay! Tut tut! Tut tut! Wee!